Moin, meine Damen und Herren, willkommen zu den Patch Notes Rundown und zwar dem 10.22er. Und das ist quasi auch der letzte Patch vor der Preseason. Danach, Leute, danach wird es komplett insane. Bis dahin haben wir allerdings noch 2 Wochen, dürfen also noch erleben, wer denn der Weltmeister wird. Na und anschließend können wir uns schön im Solo Queue entspannen. Werfen wir nun zunächst einen Blick auf die Gesamtübersicht. Da sehen wir, dass Champions verbessert werden, die wir quasi gar nicht mehr kennen. Und auf der anderen Seite Champions genervt werden, die im Solo-Queue immer häufiger Anklang finden. Naja, und außerdem wird uns Seraphine im Verlaufe des Patches begegnen. Na, 50 Shades of Seraphine? Confirmed. Kommen wir aber nun zu den Champions, die quasi nicht existieren und beginnen wir dabei mit Amumu. Na, der absolute Iron Jungle Main. Und bei ihm wird jetzt nun die Ultimate geändert. Es ist nun eine Betäubung. Vorher war es ja so etwas, er kann nicht angreifen und keine Spells machen. Aber es gab da irgendwie ein paar unangenehme Ausnahmen, würde ich mal sagen. Na, das bedeutet, jetzt ist es ganz einfach stumpf eine Betäubung. Hat nur 10 Jahre gedauert. Aber nun ist es soweit. Gut, als nächstes kommen wir zu Annie. Und das ist eine richtig geile Änderung. Denn bei ihr wurde nur der E-Spell verändert, hat aber dadurch einen massiven Impact. Denn nun kann Annie ihren Shield auf andere packen. Und dieser Shield hat nun keine Schadensverringerung, sondern einen festen Wert, wie ein Jenna-Schild. Er kostet zwar dadurch ein bisschen mehr und Tibbers bekommt auch nach wie vor den Shield, egal auf wen du es castest, aber dadurch hat Annie nun einen deutlich größeren Vorteil, wenn sie die Support-Variante geht. Du hast immer noch diesen massiven Burst, kannst aber im späteren Spielverlauf auch sagen, hey, ich habe mein AP-Scaling auf meinem Shield, der natürlich, glaube ich, immer noch Schaden zurückwirft und vor allen Dingen auch zusätzliches Lauftempo verleiht, auch das ist noch drauf, dann hast du hier deutlich mehr Flexibilität. Zumal eine Schadensverringerung zwar gut klingt, weil es prozentualer Natur ist, aber ein fester Shield, der quasi Lebenspunkte darstellt, ist immer besser. Es ist einfach immer besser. Das heißt hier, absolut göttlicher Buff. Finde ich sehr nice. Schön, als nächstes kommen wir zu Ashe. Sie bekommt nun ein neues Scaling auf ihrem Pfeilhagel. Das bedeutet, normalerweise hat sie immer 9 Pfeile abgefeuert. Nun werden es, wenn man Level reinsteckt, mehr. Am Anfang ist dieser Spell also schwächer, weil der Gegner dodgt am Anfang eh nicht so gut. Und im späteren Spielverlauf ist er besser mit 11 Pfeilen. Klingt nett. Problem ist halt, du besetzt die Pfeile ja eigentlich gar nicht so häufig ein. Fürs Midgame ist das, denke ich, ganz cool. Und gut, und als nächstes kommen wir zu Brand. Brand ist auch ein Champion, der ordentlich gebufft worden ist, und zwar so wie Annie. Denn seit Jahrhunderten versucht Riot Games Brand in die Midlane zu kriegen. War da ja auch eine gewisse Zeit, bis man gemerkt hat, er kann eigentlich auf der Support-Position alles genauso gut. Nun ist es so, dass er ein besseres Scaling auf der Passive bekommt. Das heißt, der Grundwert ist zwar schlechter, was gegen die Support-Position spricht, aber dafür ist nun AP-Verwertung ein kleines bisschen angenehmer. Und seine E-Fähigkeit hat eine massive Änderung bekommen. Denn nach wie vor kannst du auf den Gegner draufklicken und der fängt an zu brennen. Jetzt ist es so, dass dieser Spell sich AOE-mäßig immer verteilt. Das Ganze kann aber natürlich durch die Glut selbst noch verstärkt werden. Das heißt, normalerweise hat er einen getroffen und wenn vorher das Ziel schon gebrannt hat, dann hat es gespreadet. Nun ist es so, dass es auf 300 Einheiten immer spreadet und sollte vorher aber Feuer auf dem Gegner drauf sein, dann spreadet es um 600. Also eine solide Range. Der Vorteil liegt jetzt nur darin, dass die Midlane-Brand-Variante deutlich mehr Wave-Tier zur Verfügung hat. Das heißt, du kannst schon viel früher mit deiner EW-Kombo die Caster-Minions wegbraten. Normalerweise musst du warten, bis dein Wave-Spell genug Punkte drin hat. Nun kannst du theoretisch mit dem Q jemanden markieren, mit dem E die gesamte Wave anzünden und mit dem W die gesamte Wave killen. Ja, weil natürlich der Bonusschaden dann ordentlich hoch ist. Und dann hast du eine wichtige Bedingung erfüllt für den Brand-Midlane, und zwar Wave Clear. Den hat er ja technisch gesehen schon gehabt, aber denkt daran, das W ist übel teuer, was das Mana angeht. Also hier hat man wirklich richtig viel für den Midlane Brand getan. Und jetzt kommt noch die geilste Änderung. Die Ultimate bounced nun an einem selbst. Das ist die wichtigste Änderung von allen. Denn Brand ist ein Champion, der witzigerweise mehr Schaden gemacht hat, wenn er im 2v1 gekämpft hat, als im 1 gegen 1. Denn das Hin- und Her-Bounce ist natürlich schadensmäßig absolut tödlich für den Gegner, plus natürlich die Passive. Wenn Brand jedoch alleine war, feuert er zwar einen übelsten Feuerball ab, aber der macht halt 100 Schaden oder so. Es ist halt bad. Nun kann man sich an den alten Ryze zurückerinnern, der auch mit dem E-Spare diesen Bounce-Effekt hatte. Und die Ultimate prallt nun wunderbar an einen ab, was dafür sorgt, dass man im 1 gegen 1 sich 100 mal besser kloppen kann. Diese Änderung auch genius. Es hat nur 8 Jahre gedauert. Aber manchmal brauchen gute Ideen halt nun mal ihre Zeit. Schön, kommen wir zu Galio. Hier eine kleine Änderung bezogen auf sein Dash. Der hat jetzt quasi eine Minimaldistanz. Ist in Ordnung, Galio haben wir bei den Worlds sehr viel gesehen. Die gute Jinx löst nun ihre Fallen und deren Damage direkt aus. Na, das heißt, die Fallen werden nach wie vor geschmissen und normalerweise war es Damage over Time. Nun ist es so, du latscht rein, boom, kriegst gleich den vollen Burst. Außerdem hat der gute Karthus eine Mini-Änderung bekommen.
Er kriegt ein bisschen weniger Schaden auf den Q. Nach wie vor seine Flexibilität im Jungle nicht gut. Ja, gerade im Diamond-Bereich. Es ist immer noch ein sehr, sehr krasser, schlimmer Champion. Und 5 weniger Schaden auf den Q bedeutet natürlich jetzt erstmal nicht die Welt. Aber für ihn ist es massiver Geschwindigkeitsverlust. Schön, als nächstes kommen wir zu LeBlanc. Ein Champion, den man sich bei den Worlds, denke ich, gerne gewünscht hätte. Aber absolut unplayable, zumindest für den höheren Elo-Bereich. Nun ist es so, dass man die Kette so ein Stück weit bufft. Sie ist billiger, sie macht mehr Damage und ist vielleicht ein Anreiz dafür, wieder LeBlanc zu zocken. Wie gesagt, im Solo-Queue ist es so ein bisschen schwierig, aber wir denken jetzt ja schon die nächsten 3 Schritte weiter. Das heißt, Riot Games muss überlegen, was passiert nach den Worlds, wie verläuft die Preseason, wie verläuft der nächste Split. Und da wollen wir eigentlich LeBlanc gern wiedersehen. Schön, als nächstes kommen wir nun zu Lulu. Lulu wird im späteren Spielverlauf bezogen auf das Q genervt. Jetzt werden natürlich einige sagen, oh why? Denn die Support-Lulu fühlt sich ja eigentlich noch relativ wohl. Aber je höher man in der Elo nach oben wandert, desto krasser fallen die Pick-Rates für eine Lulu Top-Lane aus. Lulu Top-Lane ist immer beliebter, meine Damen und Herren. Und da ist natürlich die Glitterlanze ein wichtiges Tool, nicht nur zum Poken, sondern auch für den Wave-Clear. Na gut, als nächstes haben wir Nasus. Der kriegt jetzt nun mehr Resistenzwert auf dem R. Normalerweise hat er die Ultimate gezündet und bekommt HP und dann noch entsprechende Werte pro Sekunde. Das heißt, er kriegt nicht nur mehr AD, sondern auch Resistenzwerte. Das letztere wird jetzt entfernt und er bekommt sofort einen festen Wert. Das heißt, er startet mit 40 Armor und 40 Magieresistenz, sobald er R drückt und das Ganze geht dann später auf 70 hoch. Das ist solide Tankiness, okay? Das ist alles, was man braucht. Jetzt haben wir unser Mira, auch eine kleine Änderung. Bisschen weniger AD, bisschen weniger Armor. Ist, denke ich, in Ordnung. Na, Samira ist immer noch im Solo-Queue. Sehr, sehr gut spielbar. Kompetitiv betrachtet kommt man nicht so oft durch die Laning-Phase aufgrund der fehlenden Range. Und gut, und Sejuani wird ein kleines bisschen gebufft. Wir haben ja bei den Worlds beobachten können, dass es nicht viele Jungler gibt. Man könnte sie, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und das ist im Prinzip etwas sehr, sehr Schlechtes. Die Variation im Jungle ist wirklich gering. Das ist vielleicht auch für Jankos eine schöne Änderung. Sejuani ist ja einer seiner absoluten Main-Champions gewesen und vielleicht klappt es dann nächstes Jahr. Und gut, und die letzten beiden Champions sind einerseits Xayah. Sie bekommen ein bisschen mehr Attack Speed pro Level. Auch Xayah, ein nicht vorhandener ADC, ganz, 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 ganz selten gesehen. Und Zed bekommt einen kleinen Nerf auf seinem E. Na, auch hier ist natürlich eine gewisse Solo-Q-Stärke da. Zed hat immer noch eine lächerlich hohe Bunrate, wenn man bedenkt, wie alt dieser Champion ist, aber nach wie vor sehr, sehr effizient. Schön, im Prinzip soll es schon gewesen sein. Ich persönlich bin zufrieden, wenn man sich um alte Champions kümmert. Das heißt, die Any-Änderung und die Brand-Changes, absolut göttlich. Finde ich mega nice, freue ich mich drauf. Und natürlich werden wir noch im Laufe des Patches schauen, wie sich Seraphine macht. Denn nächste Woche sind ja wieder LOL-Trends und da werden wir uns selbstverständlich erneut auf das Solo-Queue stürzen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.